Ja, hallihallo, ich bin der GameDeMan und begrüße euch auf Cloudplay. Ich habe mir das wunderbare Warhammer 40k Boltgun gekauft. Einen, wie man heutzutage so schön sagt, Boomer-Shooter. Also sowas in, ja, Doom- oder Quake-Manier, aber in der klassischen Version, ne? Wir spielen hier auf der Series X werden uns das Ganze jetzt mal anschauen. Also auf ins Spiel. So, Option. Was haben wir denn so für Optionen eigentlich? Ich weiß gar nicht. Das waren die üblichen Geschichten. Controller ist Feuergranate und sowas. Das werden wir sicherlich noch angezeigt kriegen. Blumen. Okay, Pixelierung. Man kann die. Okay. Was gibt's denn für Zugänglichkeit? Unverwundbar. Okay. Also, falls jemand richtig Probleme hat, dann Unverwundbarkeit einschalten. Wollen wir aber jetzt nicht. Wir werden jetzt losstarten, ne? So. Niedrig, mittel, schwer. Terminiert. Okay. Nein. Ausbildung als Paladin. Ich würde sagen, wir nehmen Mittel. Und dann schauen wir mal, wie wir zurechtkommen, ne? Nothing, once touched by the hand of Chaos, remains untainted. You are under the dominion of the Ordo Malleus to assist my investigations into a world that has already felt that fell infamous. Greyer has been under the close watch of the Inquisition since the Grimskull War. The Forge World remains largely secure, but we have picked up concerning energy readings in the surrounding system. I have my suspicions, although we have not had sufficient time to pinpoint the origin of these foul energies. While most of the planet remains unaffected, it is my belief that rogue elements within the Adeptus Mechanicus may have been experimenting with a surviving fragment of Inquisitor Drogon's power source. Your mission is to assist me in locating a fragment of the power source. While I consider this threat extremely serious, your superiors have seen fit to second only a handful of you to my supervision. In the absence of a larger force, we should pray to the Emperor that this does not develop into a more dire situation. This servo skull will guide you. Incommodus here is one of the few sanctified and preserved from the purging of Drogon's heretical archives. Together, you will search sites where communication has become sporadic. Should you encounter any opposition, you may assume they have been tainted by the ruinous powers. Suffer not the heretic to live. While I continue my investigations aboard the Crown, you will be deployed to a habitation zone we lost contact with several cycles ago. You should assume the situation to be extremely hostile. Beware. We do not know how far the taint of the arch enemy spreads. Ja, ich muss sagen, schönes Intro. Tolle Pixelkunst. Gefällt mir gut. So, wir hauen jetzt hier alles weg. Nicht ganz wie geplant, okay. Bewaffne dich, stärke deinen Glauben und mach mal, na klar. So. Oh. Ups. Ui. Das war ja knapp. So. Oh, geil, dieses Gestampfe. Ah, ist halt... ein Space Marine.
Der ist schwer, ne? Richtig cool gemacht hier. Okay, Waffen habe ich scheinbar noch nicht. Mal gucken. Okay, sowas haben wir. Ein Dash, aber wie es aussieht. Dann probieren wir den mal. Oh ja. Ja, dann dash man dich halt weg. Auch gut. So. Stapfen wir hier mal ein bisschen rum. Springen wussten wir schon. Hey. Das war blöd, falsche Taste. Braucht zwingend eine Waffe. Schlüssel, okay. Wieso? So. Okay. Gucken wir mal, ob wir das hier haben. Hätte ich jetzt den Schlüssel gefunden? Gerade bin ich etwas irritiert, aber vielleicht haben wir ja doch den Schlüssel gefunden. Ach, hier ist nochmal was. Ah, ne, ist ja der Schlüssel. Ach, genau verkehrt rum. Ah. Nein, auf Zeit. Okay. Ich soll sprinten lernen. Ja, das muss man erstmal wissen. So, und. Da haben wir den Schlüssel. Muss sagen, dass die Sprint-Taste gerade nicht so ideal ist. Können wir mal gucken, ob wir die umlegen können. So, rennen mit draufdrücken finde ich nämlich irgendwie nicht so cool. Stürmen darauf dafür. Sprinten, sprinten, sprinten. Wo ist Rennen? Ja, das ist glaube ich besser. Sollen wir mal gucken. Genau. Ja, das gefällt mir besser. Linker Trigger. So ein Sturm mit der linken Taste ist zwar auch nicht die perfekte Variante, aber
auf jeden Fall besser. Ah. Die musikalische Untermalung. Herrlich. So, jetzt wird das Ganze doch mal richtig spannend. Tja, da springen wir aber doch mal runter. Ich hoffe, ich bin nicht tot, doch. So. Einfach weggebaut, ja. Hau weg. So. Die Bolter-Vendition ist voll, okay. Haben wir hier irgendwas? Nee. Komm ich daher? Ja. So. Ist full. Plus 100 Verachtung, okay. Kann man eigentlich hier... Oh ja. Sehr schön. So, dann haben wir das erste Level abgeschlossen. Ein bisschen klassische Doom-Manier, ne? Wir finden hier alles, also was hier so... Oh, ein Geheimnis. Oh, alles getötet, aber ein Geheimnis nicht gefunden. Mist, das muss ich nochmal machen hier. Ja, man muss immer klassische Doom-Manier, also wie der erste Teil, ja, verschiedene Schüssel und so finden, um dann weiterzukommen. Und halt alles abballern. So. Okay. Wechsel den Granattyp mit B. Okay. So. Muss sagen, optisch super. Kann man nichts zu sagen. Also es ist wirklich schöne Pixelart. Woran man sich ein bisschen gewöhnen muss, aber das ist natürlich durch diesen Space Marine, das soll so sein, dass er ein bisschen schwerfällig ist. Aber das hört man ja beim Stampfen schon, ne? Gibt's hier irgendwas? Hm. Nein, ne? Schade. Da unten geht's nicht lang, ne? Ja.
Nicht aus, es wird zu lang gehen. Aber bin ich gerade ein bisschen irritiert. Wo geht's hier eigentlich lang? Na doch, da rein. Ah ja, okay. Was für Achtung ist, weiß ich noch nicht. Ich denke sowas wie ein Schild oder so, ne? Okay. Eine Fragmentgranate, sehr schön. So, werden wir das gleich mal tauschen. Ah ne, hat er schon. Okay. Boah, ziemlich cool ist das hier, so ein großer Mech. Cool. Muss ja sagen, das 40k-Universum ist schon ziemlich geil. Das müsste dann eigentlich so ein Terminator sein, ne? Wenn er so einen Riesen hast, ha? Oh, wo kommt ihr denn her? Hab ich gar nicht gesehen. Ah, hier ist die Tür aufgegangen. Ein Schlüsselchen. Sehr schön. So, Muni haben wir. Okay, wieder zurück. So. Das ein Chaos Space Marine, also der sagen wir schon, der hat schon ein bisschen mehr ausgehalten, ne? Das Chaos. Muni ist voll, okay.
Oh, die musikalische Untermalung ist echt mega. So, die Granaten kann ich öfters einsetzen. Wo sind wir? Da. Ja. Okay. Das war ein bisschen blöd. Da habe ich nämlich gleichzeitig mit die Tonne erwischt. Aber naja, gut. Ich habe ja noch Lebensenergie. Und hier liegt ja auch gerade noch genug. Geht schon. Okay, da wären wir wieder hier. Falsche Taste. Genau, das wollte ich doch. Was haben wir denn da Schönes? Ein Geheimnis! Juhu! So, okay. Diesmal haben wir das Geheimnis entdeckt. Das ist schon mal cool. Wollen wir mal sagen, also... Tastaturbelegung muss ich, glaube ich, nochmal anpassen. Jetzt kann ich zwar rennen auf einer anderen Taste, vergesst das aber dauernd. Ah gut, das ist aber eher meine Schuld. So. Puh. Wow, wie bist du? Alter, das geht richtig ab hier. Für den Imperator! Yes! Ah. So. Aktivieren wir mal hier. Ich glaube, wir haben jetzt die Riesenbombe hier aktiviert, oder? Nee. Naja. So. Mal weg hier. Okay. Okay. Wenn wir mehrere aktivieren, das kann natürlich sein. Alter, diese Pixelbluthaufen hier, ja, richtig geil. Ich muss aber sagen, hier, boah, man fühlt sich auch wirklich wie so ein Space Marine dabei. Durch dieses Gewicht und so. 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 Ah, doch, die ballern dann. Okay.
weg hier. So. Oh, noch ein Geheimnis. Sehr gut. So. Oh, jetzt bin ich in so einer Art Berserker-Modus. Boah, wo kann ich Gegner? Ich will Gegner haben. Schade, dass ich die jetzt alle schon platt habe. Naja. 8, 7, 6. Naja, okay. Oh, cool. So, das haben wir schon unten. Oder irgendwo ein anderes. Wir können da hinten rein jetzt, ne? Ne? Gesundheit voll. Ja, haben wir voll alles. Oh, Brezelbacken. Noch ein Geheimnis. Sehr schön. So, hast du trotzdem die Frage, wo geht's weiter? Hier hinten wahrscheinlich. So krass, du bist sowas von einer Ein-Mann-Armee, ey. Abtrünniger, du. Das Chaos wird niemals gewinnen, ey. So. Okay, wie ein modernes Spiel hier mit Markierung, wo man hochspringen kann, sich festhalten kann. Also ein modernes Spiel ist ja ein modernes Spiel, aber schon lustig. So. War da hinten noch jemand? Tschü! Wie die zerspringen, ey. Der Hammer. So. Okay. Okay, eine Seuchenkröte. Aber das ist jetzt Quark. Boah. Ah, die scheiß Kröte macht das. Weg, du bist viel. Oh oh, ich habe keine Munition mehr. Na gut, dann müssen wir jetzt Nahkampf.
So, okay, Bolter-Munition bitte. Ah, da haben wir wieder welche. Okay. Muss ich sagen, die Kröten halten ja erstaunlich viel aus. Das ist ja schon schlimmer oder stärker als das Chaos. Vielleicht machen wir es lieber mal so. Ja, okay. Okay, bloß nicht mit den Granaten sparen. So. Sehr schön, dann haben wir wieder eine Granate. Und oben nicht was von unten. Ja. Oh. So, wo bist du da unten? Oh, das sieht aus wie das Ende. Ja. 20 Minuten, da sehe ich gerade 34 Minuten. Ich denke, oh, 3 von 6 Geheimnissen nur. Ah, okay, also wie das Spiel wert ist auf jeden Fall gegeben. Ich mache mal hier ein bisschen die Musik leiser gerade. So. Ja, ich muss sagen, sehr witziges Spiel. Für den Doom-Klassik-Fan sage ich jetzt mal genau das Richtige. Es kostet 20 Euro, das ist absolut geschenkt für das Ding. Und es macht einen Heidenspaß. Also, Leute, wer so Pixel-Shooter cool findet, also absolute Kaufempfehlung. Dann auf und kaufen, egal für welches System. Spielt sich gut mit der mit dem Controller, muss ich sagen. Auch wenn ich jetzt mit der Steuerung vielleicht noch ein bisschen, naja, Einstellungen machen muss. Aber... ja, aber sicherlich auch wegen Geschwindigkeit und sowas mit Maus und Tastatur ziemlich gut, denke ich. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen, so einen kleinen First Look hier. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Game Demon. Tschüss.